Hallo liebe Leute, ja, hier ist Eggies Enduro Wandern Video Nummer 11. Ich bin ja gerade in einem wunderschönen Wald, nicht im Osten, sondern im Westen. Ich bin hier von Bad Oldesloe. Ja, mein Afrika-Twin hat jetzt nun mittlerweile 750 Kilometer runter. Die große Inspektion wird in ca. 14 Tagen sein. Ja, und bis jetzt muss ich gestehen, ja, die schockt. Aber mehr dazu später auf meine Seite. Ja, heute habe ich noch etwas anderes Thema. Es geht um die Vergangenheit. Ich habe ja nun angefangen, Enduro zu wandern. Das war 2009 mit meiner Ex-Frau. Und gerade die erste Reise, dieses lange Wochenende nach Südschweden, das war der Wahnsinn. Das war, ich war da völlig angefixt. Und es hat irre Spaß gemacht und wir beide waren vor der Reise sowas von dermaßen high. Also Drogen brauchen wir nicht. Das reicht. Reisen reicht völlig. Auf jeden Fall. Ja, ich muss gestehen, ich vermisse diese Zeiten zu zweit. Weil sie ist gefahren, ich bin gefahren, wir hatten beide unsere Motorräder. Jeder konnte so fahren, wie er wollte. Der eine schneller, der andere langsamer. Ist auch völlig okay. Und ja, diese Zeit, die vermisse ich, muss ich gestehen. Zu zweit zu fahren und dann abends im Zelt zu liegen oder in einem Wandererhemd oder in einer Stuga, dann im Bett zu liegen oder im Schlafsack. Und einfach sagen, Mensch, weißt du noch? Ja, vorhin die eine Kurve, ja, super. Oder die Gesteine, bin ich voll rüber gehoppelt, das war ja der Wahnsinn. Also das, ja, das vermisse ich. Naja, nun fahre ich entweder alleine, entweder eine kleine Tagestour oder eine längere Reise nach auf die Insel Röme oder Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark, was auch immer. Mit Kumpels oder halt, wie gesagt, alleine. Aber diese Zeit, ja, ich vermisse die. Und ich glaube, ich werde so eine Partnerin auch nie wieder haben. Ist das schwer für mich? Ja, das ist schwer für mich. Komme ich damit klar? Ja, ich komme damit klar. Ich werde diese Zeit in einer guten Erinnerung lassen. Werde mich an die guten Sachen erinnern. Und es wird immer ein Teil meiner Vergangenheit sein. Und ich denke, das ist auch ganz okay so. Ja, das war's mit Eggies Enduro Wandern Video 11. Und da geht es dann logischerweise bei Nummer 12 wieder um Motorräder, Zubehör, Reisen. Was das Herz begehrt. Okay, dann nochmal einen kleinen Blick in diesen wunderschönen Wald, auf dieses wunderschöne Motorrad. Bis dann, euer Eggie.